Hallo meine lieben Freunde der Action-, Horror- und Splatter-Spiele. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Versuch, nicht völlig zu versagen. Ja, und hier versuche ich jetzt wieder, mir irgendwie den Weg raus freizuschießen. Was habe ich gerade gesagt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es sehr sinnvoll war. So, die wechseln wir jetzt mal gegen die AK und hoffen, dass ich damit rauskomme. Eben sehr zielgenau ist das Ding nicht, aber es ballert wenigstens. Auch nicht mehr lange, aber es ballert noch. Verdammtes Geschütz. So, mal sehen, was du machst. Sterben. Ausgeschaltet! Rücke vor! Zu dem T-Rex nach links. Das ist die Zielgerade, Captain. Der Ausgang ist vor euch. Und dann? Ich warte draußen auf euch. Gut, Ende. Das ist schön zu hören. Aha, da hat er einen neuen Freund gewonnen. Schade, dass du uns vor den guten Überraschungen. Naja, gebe ich sie ihm später. Ich habe jetzt auch nicht sehr viel verstanden bei dem ganzen Geballere hier, aber... Na gut, irgendwas hat er gesagt von wegen neuer Freund. Oh, da kommen noch mehr. Ja, ich brauche Munition, ich brauche Munition. Ich fühle mich so leer. Ach, Desert, warum bist du offline? Der spielt im Übrigen auch Spec Ops The Line. Da war eine Waffe. Was haben wir denn da? Schönes. Ja, toll. Waffe mit Visier und man guckt nicht durchs Visier. Das ist auch nett. Ah! Das ist ja cool hier. Sollte man nur noch Gegner sehen. Jetzt kann ich wesentlich hinter diese Deckung. Sind ja auch. Was sind es eigentlich? Marines? Oh fuck. Verfickte Scheiße. Nein! Nein! So nah und doch so fern. Ach nö. Spät ist es eigentlich. Ach ja, ein bisschen. Ups. Bisschen leise sollte schon sein, sonst wecke ich den Nachbarn auf. Zwar um 10, 5 nach 10. Sollten sie noch nicht schlafen gehen. Außerdem ist es noch zu heiß und schwül draußen. Schawül. Richtig schawül draußen. So, muss ich jetzt rennen? Ich will jetzt rennen. Lass mich rennen. Ich will hier weg. Dieser verfickte Helikopter. Vielleicht würde ich auch nicht sterben, wenn ich nicht durchs Feuer rennen würde. Aber trotzdem. Ist ein bisschen bescheuert, jetzt ganze Zeit bei diesem Helikopter zu sterben. Finde ich zumindest. Dann werden es wahrscheinlich andere auch so empfinden. Aber ich kann noch nichts dafür. Und es ist immer so schön, den Ladescreen zu überbrücken. So. Komm endlich, Helikopter. Ja, das wissen wir langsam. Lauf weg. Ich will ja weglaufen. Lauf, 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 lauf! Ah, verflucht. Was immer noch? Lauf doch. So eine Scheiße hier. Ausgang vor uns! Los! Thank you.
Was zur Hölle? Wie sieht's aus, Lugo? Er kann gehen, aber es tut weh. Willst du Morphium? Nein. Ich will den Kopf klar haben. Okay, dann halt still. Bin gleich fertig. Was denkst du, Walker? Ich denke, dass wir in einem scheiß Kampfgebiet gelandet sind. Beeindruckend, dafür, dass die Stadt angeblich unbewohnt ist. Ganz genau. Vielleicht Zeit zu verschwinden. Hab ein Transportteam gerufen. Es sind 8 Meilen offene Wüste von hier bis zur Sturmbahn. Die Helis würden uns sofort erwischen. Bleibt nur, dass wir uns an Gold dranhängen. Sollen wir uns wirklich mit der CIA zusammentun? Wir haben keine Wahl. Ihr seht, was mit der 33. ist. Der Captain hat recht. Die Damned sind außer Kontrolle. Man muss sie stoppen. Klar. Aber können wir denen trauen? Gold hat sein Leben für uns riskiert. Ich vertraue ihm. Was ist mit Conrad? Es geht nicht mehr nur darum, Conrad zu finden. Wir müssen das Richtige tun. Also, Adams, dein Auftritt. Ganz wie du meinst. Captain Walker, bitte kommen, wenn Sie mich hören. Over. Ich höre Sie. Over. Hatte schon Angst, wir haben euch verloren. Wir haben ziemlich was abgekriegt, aber wir leben. Gut, denn wir brauchen hier jede Hilfe. Was geht hier ab, Agent? Der Wahnsinn, Captain. Wir sollten für die CIA Überlebende suchen. Und fanden eine Stadt, die sich zerfleischt. Irgendwelche Hinweise auf Conrad? Nein, nicht, dass ich wüsste. Das heißt, er sei noch am Leben. Aber wenn ja, versteckt er sich irgendwo. Verdammt, da kommt ein Heli! Vorsicht! Lugo, stell die Verbindung wieder her. Geht nicht. Signal ist tot. Vorsicht! So, habt ihr es jetzt mit eurem kleinen Kaffeekränzchen? Auf jeden Fall hat der jetzt auch den Helikopter getroffen. Oder der Helikopter hat ihn getroffen. Und irgendwo wird hier geschossen, was mir nicht gefällt. Der ist hin. Hast du ein Problem mit ihm, Adams? Hör zu, die 33. muss gestoppt werden. Aber bringt Goulds Revolution nicht noch mehr Scheiße? Hey, er hat uns vorhin den Arsch gerettet. Und im Moment haben wir nur ihn. Ihr könnt wetten, da liegen irgendwo noch Geheiminfos oder so Sachen rum. Hey, hier. Ich glaube, ich weiß, wie wir hier rauskommen. Muss ich wirklich darauf schießen? Ihr zwei haltet Abstand. Und die Antwort war, ja. Vorwärts. Ah, haltet euch an mich, das ist immer so ein Satz, der kann schnell nach hinten losgehen. Helikopter. Eine Spur von Gold? Ja. Oh. Scheiße. Siehst du, wo Gold hin ist? Ich sehe gar nichts durch den Rauch. Los, runter. Vielleicht ist er verletzt. Suche Gold. Tourismus legt um sagenhafte 3000% zu. Dank einer Welle von Amerikanern, die Dubai zum Feriendomizil erkoren haben. Auf die Frage, was er von den neuen Gesichtern halte, hatte ein Dubaier dies zu sagen. Okay, der Typ ist zwar krank, aber auch ziemlich kreativ. Seht mal, Zeichen der Revolution. Ein Scheißdreck ist das. Dubai verreckt und alle hauen fröhlich nochmal drauf. Wenigstens die Krähen verhungern nicht. Das wollte ich schon lange mal machen, auf einen Vogel schießen, auf einen wehrlosen kleinen Vogel. Ah, Leichen und Müll. Oder nur Leichen. Sieht echt lecker aus. Better this than slavery. Was zum Geier?
Der trägt Army-Sachen. Der ist von der 33. Ob das die CIA war? Unmöglich. Der Kerl ist schon zu lange tot. Sehr interessante Deko hier. Oh mein Gott. Wer zum Teufel macht sowas? Darüber will ich jetzt lieber gar nicht nachdenken. Achtung, Soldaten, 12 Uhr. Sind wir entdeckt? Noch nicht. Was haben sie mit dir gemacht? Ist es so schlimm? Gut ist es sicher nicht. Willst du ihn nicht doch noch zum Laufen? Wird lästig, ihn in die Werkstatt zu stellen. Hey, ich bin Mechaniker, kein Zauberer. Scheiße. Aber ich sag dir was, hol einen Schneidbrenner, dann schlachte ich ihn gleich hier aus. Was ist das wert? Oh ja, die Panzerung reicht für 4 bis 5 Hammer. Können wir gut brauchen. Von mir aus? Heute ist wohl jeder ein Plünderer. Hörst du das? Scheiße. Ziel ist in Sicht! Hey, der sollte doch... Gear! Ich renne hier so viel rum, ich weiß gar nicht, wann ich was sagen darf. Oder kann, oder soll. Oder einfach mal Fresse halten. Und ich treffe mal wieder so super. Ja, geh doch in Deckung, wenn du nachlädst. Macht er natürlich nicht automatisch. Nee. Blendet ihr mal. Blendet ihr bitte? Dann blende ich eben. Geh in Deckung. Und schmeiß. Ah, immer zum falschen Zeitpunkt nachladen. Scheiß Kopfstütze. Scheiß Kopfstütze. Ach, heute habe ich es gar nicht mehr im Treffen. Gut, dass du es nicht so weit geschafft hast, Kleiner. Du kannst mich mal hier. Auch vor, aber denke mir gleichzeitig, dass es eine schlechte Idee ist. Lugo. Komm, Lugo. Der stört mich extrem. Hol ihn runter. Wird das heute noch was? Dankeschön. Sehen, ob ihr da auch was machen könnt. Schalt das MG aus! Los! Wirf eine Blendgranate rein! Bedrohung eliminiert! Adios! Das ist hier so ein Geschrei und Getue und weiß ich was. Richtig schönes Kriegsdurcheinander hier. Schon bei Übungseinsätzen wird so heftig rumgebrüllt, dass man gar nicht mehr weiß, was geht jetzt eigentlich ab. Jetzt kommt er sich hier, jetzt fragt er sich hier, woher weiß der das denn? Ja, ich weiß es halt einfach. Und was hast du hier vor? Tango neutralisiert! Ja, ich habe jetzt wieder so ein mulmiges Gefühl hier vorzulaufen, aber machen wir einfach mal. Es ist so verlockend, den da auszuschalten, weil er wahrscheinlich noch nicht ganz tot ist, aber naja. Geh in Deckung!
mir klar, dass die nervös werden. Wenn so eine kleine Gruppe einfach überrennt, dann würde ich auch nervös werden. Blindes Glück, das ist kein Glück, ich kann nur gut zielen, hahaha. So. Ich will da eigentlich rüber. Ich will da rüber. Genau das wollte ich. Das gefällt mir alles gar nicht. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Nehmen wir mal mein Scharfschützengewehr, mein neues. Ich hoffe, der Beschuss kommt nur von dort. Keine Sorge, die kommen wieder. Hey Arschgesicht, die 33. soll sich zurückhalten. Das hilft doch niemandem. Sorry, aber ich gehorche einer höheren Macht als Ihnen, Captain Walker. Ah, jetzt erinnern Sie sich an mich. Allerdings, ja. Und ich bin nicht der Einzige. Ich will darüber die Munition einsammeln. Ach, kannst mich mal. Dann eben nicht. Dann muss die Munition dort verrosten. Was ist da? City Gate ahead. Okay. Eine Barrikade. Evacuation Assembly Point. Was ist ein Assembly Point? Ich weiß es nicht. Mein Englisch ist so mies. Vielleicht wusste ich es einmal, aber ich habe vergessen. So, lauf, Junge, lauf und spring, Junge, spring. Oh Gott, Gould führte bewaffnete Plünderer gegen ausgebildete Soldaten. Er wusste nicht, dass das passiert. Vielleicht waren es die Verluste wert. Da lebt noch einer. Da lebt noch einer. Kann ich nicht mit dem reden oder so? Ich glaube, dann erlöse ich ihn einfach mal. Das kann ja keiner mit angucken, wie der da. Wartet mal. Riecht ihr das? Machst du Witze? Wir stehen hier knietief in Leichen, klar rieche ich das. Nein, nicht das. Ich wollte ihm jetzt eigentlich einen Kopfschuss verpassen, um ihn zu erlösen. Ich glaube, das ist das Einzige, was man noch machen kann für die. Ist zwar so gesehen Munitionsverschwendung, aber ich bin halt ein gut Mensch. Verdammt. Und der läuft mitten rein ins weiße Phosphor. Das hier wieder. Ja, ich schätze mal, das war das weiße Phosphor. Das Zeug ist ziemlich aggressiv. Oh, das wäre doch ein schönes Bild jetzt für mein YouTube-Video. Ja, schade, dass es das nicht wird. Ich bin mir ziemlich sicher, YouTube wird mir das nicht vorschlagen. Aber, na gut. Ist irgendwie so ein makabres Perpetuum mobile. Gould führte bewaffnete Plünderer gegen ausgebildete Soldaten. Er wusste nicht, dass das passiert. Vielleicht waren es die Verluste wert. Na gut. Aber ich glaube mal, die Stelle werde ich in der nächsten Folge nochmal versuchen. Denn das könnte jetzt ein längerer Kampf werden da vorne. Dann werde ich mal, dann sage ich mal, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt nicht zu fest gekotzt. Naja. Aber in dem Sinne... Tschüssikowski.